Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind letztes Mal hier in der Schattenwelt stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich setze mich nochmal gerade etwas ordentlicher hin hier. So, ich war da letztes Mal rausgegangen, damit wir einen sicheren Stand hatten. Und wir gucken aber jetzt nochmal. Okay, es sind jetzt wieder natürlich alle hier. Gut, ist kein Problem. Du blödes Vieh. Aua. Okay, da kriegen wir nochmal ein Herz zurück, das ist schön. So, und hier kommen wir nicht hoch. Das war das Problem, was wir letztes Mal hatten, oder? Jetzt weiß ich nicht, wie genau wir das Viech besiegen können. Damit nicht. Vielleicht damit. Und damit auch nicht. Gut. Also eigentlich nicht. Ich denke mal hier. Ach, da. Da geht es weiter, verstehe. Link, pass gut auf! Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Zanto mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihr Strahlen geraubt hat. Geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Link. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen und zurückverwandeln. Also, alles klar. Okay, da kommen wir aber nicht hoch. Und ich glaube... Unmöglich, Link. Hier sind die Schatten zu mächtig. Als Kreatur des Lichts würdest du das nicht ertragen. Was ich ertragen kann und was nicht, das ist ja immer wohl nochmal eine Sache, ne? Gut. Aber dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier in die Seiten rein können. Ja, super. Wo? Da. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, wo ist das schöne Vieh hier? Gut, dann gehen wir erstmal hier in die Seite rein. Super, da ist nix. Da ist wirklich einfach mal nix. Aha. Als Wolf kriegen wir den also erreicht. Ich verstehe. Und da haben wir ihn weg. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dass das so einfach jetzt dann doch geht, hätte ich nicht gedacht. Dann werden wir mal wieder zum Menschen. Und gucken mal in die Truhe rein. Und wir erhalten einen kleinen Schlüssel. Und er öffnet uns Türen allerdings nur hier. Das, ja. Kein Kommentar. Da kommen wir aber nicht rein, weil wir da nicht hochkommen. Und dann ist jetzt die Frage, wir haben jetzt einen Schlüssel, aber wir kommen da ja nicht hoch, oder? Ah, Moment. Ich glaube, die Dinger, ne? Blöd. Aber wir wären ja sowieso noch nicht weitergekommen, weil wir das, den Zanto-Kopf hier unten ja noch nicht besiegt haben. Ja. Das ist, wie gesagt, so eine schlechte Angewohnheit bei Zelda. Wenn man was sieht, genau, man läuft immer automatisch dahin. Also zumindest so ist das bei mir. Aber jetzt gehen wir dann erstmal hier weiter. Okay. Ah, da ist wieder so ein Zanto-Kopf. Der scheint uns dann jetzt hier öfter zu begleiten. Genau, da werden wir sowieso wieder zum Wolf, das dachte ich mir schon. Okay, nach dreimal anspringen geht er mir erstmal weg. So. Und damit ist er besiegt. Und die nächste Truhe. Okay. Ja gut, das ist vorhersehbar. Oh, und noch eine.
Achso, für die Twilight Princess Zuschauer vielleicht hier an der Stelle auch schon mal. Am Dienstag wird es keine Parts geben von mir. Weder hierzu noch zu Assassin's Creed. Der Grund ist die Hitze und dass ich es daher zeitlich nicht rechtzeitig schaffe, die Parts aufzunehmen. Und deswegen lasse ich sie da an dem Tag dann ausnahmsweise ausfallen. Ich hatte auch jetzt die Tage schon überlegt, ob ich die Parts ausfallen lasse aufgrund der Hitze. Ah, da kommt was. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die Parts dennoch aufnehme und nichts ausfallen lasse. Aber am Dienstag kann ich trotz Bemühens mich da nicht... Also, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Daher, ja. Das liegt auch mit daran, dass mein Server noch den Stocklüfter hat und ich da bislang noch keinen besseren für geholt habe und mir das einfach zu kritisch ist. Jetzt morgens im Moment so Richtung 7 Uhr, wie wir es jetzt im Moment haben, geht das noch halbwegs, aber das schaffe ich halt nicht für alle Parts für die nächsten Tage. Das ist daher halt schwierig. Ab Mittwoch soll es ja vom Wetter her wieder kühler werden und da sollte das dann kein Problem mehr sein. Gut, und wir gehen weiter. Da sind aber jede Menge Kisten, wenn ich das so auf der Karte sehe. Jede Menge Kisten. Okay. Oh. What the... Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Okay. Ach, jetzt kommen erstmal wieder... Oh. Ich glaube, jetzt kommen erstmal wieder unsere Lieblingsgegner. Oder auch nicht. Okay. Ja, wir kriegen also jetzt hier eine Parade an Gegnern in der Schattenausgabe, wie es mir scheint. Okay. Ah, okay, wir können ihn also doch kriegen. Wenn man ihn früh genug sieht. Da war er wieder. Da ist er. Okay. Das geht ja dann noch. Da ist er. Okay. Na. Da ist er. Und da haben wir ihn auch schon. Also seine Zweitausgabe, wie es mir scheint. Ah. Und der hinterlässt, dass wir zum Wolf werden in der Mitte. So, aber jetzt haben wir ja noch die Hände übrig. Oder diese Hand da vorne. Was auch immer das ist. Und dann werden wir uns dem Ding jetzt dann doch nochmal widmen. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Link. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit können wir. Link, könntest du die Sola nicht zu meinem Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Wir versuchen's. Da hat er sie fallen gelassen. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, können wir damit nämlich diese Felder hier wegmachen. Oh, jetzt wird er aktiv. Mit einer Hilfe. Äh.
wir sehen, dass er unterwegs ist. Ah. Okay, ich würde sagen... Oh. Okay, der bleibt jetzt erstmal... ich erinnere mich. Der bleibt jetzt inaktiv. So, wir holen uns die Kugel wieder. Ist schon ganz nett gemacht, auf jeden Fall. So, und wir schreiten dann jetzt quasi mit dem Teil weiter voran und gehen dann mit Nass Leute aus dieser Starre retten. Oder aus dieser Form, in die gesperrt wurden. Ich weiß gar nicht, ja, ich wollte sagen, die Hand, die kommt hinterher. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir uns von der nicht erwischen lassen, weil das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und die Viecher machen uns das natürlich nicht einfacher. Das ist schlecht. Ha. Okay, da haben wir ihm die Kugel auch wieder abgenommen. Und... Na, nimm ihn mit. So. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Aber eine Sache wissen wir jetzt, dass wir die tun oder machen können hier. Ja, natürlich, du kommst direkt wieder mit. Wir müssen halt nur aufpassen, dass er uns die nicht klaut. Das ist das Hauptproblem, was wir hier sonst haben jetzt. Guck mal. Ah, blöd. Okay. So. Macht nichts, wir gehen weiter. Auch ihr könnt mich mal. Wir gehen einfach weiter. Okay, damit sind wir draußen. Und müssten jetzt eigentlich mit Nass Leute aus dieser Gestalt befreien können. Genau. Können wir mit denen reden? Wenn ich den jetzt hier ablege, kann ich mit der... Ja. Nee, hä? Okay, wir können nicht mit ihnen reden. Ist hier auch so eine Vertiefung, dass wir das da ablegen können? Nein, ist nicht. Okay, hätte ja sein können. Aber dann laufen wir jetzt gerade erstmal kurz einmal bei den ganzen Leuten von Midna vorbei, damit die aus ihrer Gestalt da rausgeholt werden. Ich muss mich nochmal anders hinsetzen, damit ich wieder ein bisschen mehr im Ventilator sitze. Okay. Euch auch noch und da oben ist noch einer. So, und was sagt Midna? Es ist zu gefährlich, die Solar weiter in die Richtung zu transportieren. Gehen wir zurück, Link. Wieso? Ach so. Link, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, wird sie uns zu Xanthos Versteck führen. Ich wollte jetzt in der Hauptsache erstmal... Genau, dass wir hier rüberkommen. Denn ich denke, die zweite Sola wird hier versteckt sein. So.
Und dann gehen wir hier rein. Okay, die haben wir dann noch auf die Variante erwischt. Ah. Okay, dann haben wir sogar die Herzen wieder voll. Okay, aber da kommen wir nicht mehr hoch. Ah, da müssen wir hin. So. Ha. Ja, das wird auf jeden Fall immer interessanter hier. Ja, genau. Du Dreckstyp. Ach, schade, wollte ich gerade draufhauen. Um dich kümmern wir uns gleich. Ach super. Ja, wenn du so weit weg bist, kann ich mich nicht um dich kümmern. Müsstest du eigentlich mal näher kommen, wenn das geht. Noch ein Stück näher? Vielleicht hier auf die Ebene? Hm, wäre das was? Vielleicht. Da werde ich zum Wolf. So. Gut, dann gehen wir erstmal nach hier unten rein, in der Hoffnung, dass der gute Zanto-Kopf jetzt gleich hier dann erscheint. Was er natürlich, wie es aussieht, gerade nicht tut. Oh, wie unfair. Wie soll ich den denn da oben besiegen? Also wieder ein Stockwerk nach oben. Ich glaube, als Wolf haben wir die beste Chance, den überhaupt zu erreichen. Ja, da hinten kannst du mich mal. Bis da hinten komme ich jetzt nicht. Verarschen, oder? Auch dahin komme ich nicht. Ein bisschen näher? Ja. Na, oh, da komme ich nicht dran. Na gut, es wird auch jetzt gerade extrem warm hier, deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ah, Moment, machen wir anders. Kommen wir hier nochmal hoch? Oder ist das hier in dem Raum schwer? Okay, hier in dem Raum geht das nicht. Gut, dann bedanke ich mich hier hoffentlich an einer sicheren Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dahin, tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auf der linken Seite jetzt den Link zur Playlist finden. Darunter könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren und ihr könnt mir auf Twitter folgen, wodurch ihr dann Neuigkeiten zu meinen Videos als Erste bekommt. Auf der rechten Seite habe ich euch noch andere Projekte zusammengestellt, die euch eventuell auch interessieren könnten.